Ein höher, Louis, und ein höher, dann noch ein höher, dann weiter nach hier und dann Wasser. Oh no, it is. So, und an der Stelle muss ich mal eingreifen, weil ich habe diesen Teil aufgenommen vor Monaten. Da war kein In-Game-Sound. Jetzt habe ich den Scheiß heute Vormittag nochmal aufgenommen. Stelle fest, die letzte Stunde der Audioaufnahme fehlt. Nehme es wieder auf. Stelle fest, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Und jetzt ist der vierte Versuch, diesen Blödsinn hier nachzuvertonen. Also hoffe ich mal, dass es jetzt funktioniert. Ich habe jetzt hier nebenbei Premiere laufen, da läuft das Video ab. Ich sehe mich oben im Bild ein bisschen drin, so, und ich habe jetzt hier den Ton laufen, der läuft schon eine Minute und 12, 13, 14 Sekunden. Hoffentlich funktioniert es jetzt, sonst kriege ich ja langsam die Vollmeise. Von daher, die nächste Stunde, die ich hier aufnehme, wird ein bisschen wackelig sein, was das Vortragen angeht, weil ich nicht immer sehe, was passiert. Manchmal bleibt auch einfach das Bild stehen. Dann bin ich genauso verwirrt wie ihr, aber weiter. Kraftwerk Kanto. Dann mal los. Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen. Was geschieht nur mit dieser Welt? Keine Ahnung. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Das ist schön für dich. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Ich sammle Pokémon. Hast du einen Dick-Tree? Nein. Möchtest du es gegen meinen Magneton? Nein. Du möchtest nicht tauschen, das ist aber schade. Leute, hier arbeitet einer nicht. Der will seine Erdpenisse gegen andere Viecher tauschen. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Ah ja, Lugion runter. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er sehr traurig und wütend zugleich. Na Mist, ich dachte, das ist ein Item. Okay, der Typ ist also wütend und traurig zugleich, und er würde uns wahrscheinlich genauso in die Fresse hauen wie alle anderen eben. Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange gearbeitet daran. Wenn ich ihn erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Klingt wie ein spannender Durchfall. Blitzkanone, so. Einmal durch. So viel braunes Zeug, was ich heute laber. Erst diese Erdpenisse, jetzt die Blitzkanonen-Durchfall. Ich habe Nachricht aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Nö. Aber ich gehe jetzt dahin und verprügel Misty. Die ist ja hoffentlich mittlerweile endlich wieder da. Also, Kobino, Fliegen, Azuria City. Los geht's. So, erstmal, nee, warte, Bernie heilen brauche ich nicht, weil Bernie war jetzt gar nicht so lange dabei. Haben wir gerade erst aufgenommen. Ups. Tut mir ja so leid. Du nicht verletzt. Du okay? Nicht schwer beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werde. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht. Hey du, du vergessen, dass du mich gesehen, ja? Du nicht sehen. Hören und wissen. Tschüss. Und tschüss. Okay. Sind schon irgendwelche Schwimmer da? Sieht nicht so aus. Ja, vielleicht. Auch nicht. Oh. Diese Spannung. Dann kann ich ja noch mal beim Mädchencup nachsehen. Vielleicht ist Misty da. Hey, du?
Hey, Minimensch, ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land, Trainer 1, ich sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr, mache viel Panik bei die Leute. Geheim mein Auftrag sein. Ich dir nix verraten. Doch, wenn mich besiegen, ich sein lieb zu dir und verraten Geheimnis. Du Kind, kämpfen lass uns. Okay. Hau ich dich halt. Rippe Rocket kämpfen möchte. Rippe Rocket Golbat schickt Kampf in die. Was, die verdrehen das auch viel zu sehr, so kann ich das auch machen. Los, Berndi! Scheiße. Giftflug ist jetzt gerade mit Pflanzen ein Problem. Da, ich habe aber auch kein Psycho dabei. Nimm ja Rashizumi. Was soll's. Und ein Flügelschlag bringt jetzt nicht so viel ihm. Wenn er meint, dann soll er machen. So, dann mal überlegen. Biss wird, glaube ich, nicht so viel bringen, ne? Hey, über Flammrad. Ah, ich bin da, glaube ich, zu früh aufgestanden. Gerade mal vor, weiß nicht, 8 Stunden? Bis 18 Uhr. So schlimm ist das gar nicht gerade. So, Flammrad, oh, down. Golbat ist down. Lia hält EP und Ripple Rocket besiegt wurde. Uff, nein. Glaube nicht, ich kann. Stark sehr zu sein. Ich nix Gegner für dich. Nenn ich ganz. Okay. Verraten dir meine Geheimnisse. Spule gestohlen von mir. Versteckt in Pokémon Arena der Azuria City. Wasser ist ein guter Versteck. Du Mitte von Pokémon Arena, Wasser ist ein Kind, du mich vergesse nicht. Besiege, dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Johto, meine Freunde. Rächen sie werden mit tun. Was du sagen? Team Rocket nix mehr? Nix mehr gibt? Kaputt gemacht? Von dich? Oh nein! Ich tun wir jetzt was! Und weg ist er. Nochmal Azuria City. Falsch. Richtig. Also das Wasser in der Mitte, das ist wahrscheinlich der Ring hier, ne? Surfer, nö. Lugion findet Spule. Und paar Aktien in die Basis-Item-Tasche, dann darf ich jetzt wahrscheinlich zurück zum Kraftwerk, ne? Gut, Kubino. Kubino ist da unten. Fliegen. Natürlich kann ich nicht zum Kraftwerk fliegen. Schöne Scheiße. Da muss ich halt wieder das blöde Sichlo abholen, damit ich den Baum da wegschneiden kann, damit ich... Oh, ey, wie nervig. Der Baum ist total überflüssig. Ich kann den mal aus dem Weg räumen. Das was soll der da? Wir lenken wieder Berndi ab. Wir nehmen wieder Sichlo mit. Zerschneider einsetzen hier. Möchtest du Zerschneider? Ich lasse das mal lieber Zerschneider und weiter. Boah, Leute, geht mir alle aus dem Weg. Weißt du, ich konnte auch zum See des Zorns fliegen. Ich meine, ich weiß, der war vorher in meiner Stadt. Ne? Da kann man auch so wieder, ne, deswegen, ja, da war er keine Stadt, deswegen kann man noch immer hinfliegen, aber trotzdem, zum Kraftwerk sollte man fliegen, so wie das hier umgebaut ist. Boah, ich möchte nicht wissen, wie das denn ein Schwert und Schild ist. Ich meine, da hast du ja dann dieses hier Corviknight Taxi, wie auch immer das Ding im Deutschen heißt. Habe ich vergessen. Kramor war es, genau. Und ich hoffe, man muss dazu nicht in der Stadt, um das Taxi zu benutzen. Du hast ja deinen Pokédex dabei, deinen Rotom-Dex. Der sieht aus wie ein Handy, also sollte man den vielleicht auch so verwenden können. Hoffentlich. Und dann das Taxi rufen.
Und das sollte gefälligst kostenlos sein, sonst wird rebelliert. Ah, oh ja, das ist die fehlende Spule meines geliebten Generators. Du hast sie gefunden? Danke. Als Belohnung gebe ich dir diese TM. Lumion hält DM07. Steckt sie in die Tasche. Enthält Blitzkanone. Eine sehr, sehr durchschlagende Attacke. Wenn du damit einen Pokémon triffst, dann wird es umgehauen. Lass es ordentlich schmoren. So, das war der erste Bildaussetzer, den ich überspielen musste. Seit der Generator wieder läuft, ist der Typ total durchgedreht. Und wieder fröhlich, immerhin. Okay, der Magnetzug fährt wieder. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Dickdrink? Möchtest du es? Nein! Der Generator funktioniert wieder. Jetzt erzeugen wir genügend Energie. Der Generator läuft wieder. Wir müssen mehr Wachpersonal einstellen. Ja, wahrscheinlich. Oder eigentlich ist jetzt auch zu spät. Das war nur einer, der das Memo nicht gekriegt hat. So. Immerhin kann ich jetzt Fliegen nutzen. So, na dann. Legen wir Chicken Dinner nochmal ab. Weg mit dir. Und Bernie kommt wieder mit. Sehr schön. Lubian, wärst du so freundlich weiterzudrücken? Danke. So. Was jetzt? Ich würde mal sagen, Misty suchen, oder? Vielleicht, nachdem jetzt der ganze Blödsinn erledigt wurde, ist er wieder da. Aber wen trainieren wir jetzt? Das ist auch eine gute Frage. Ich steck mal Bernie an Stelle 1, weil... Wasser. Ne? So, ach, scheiße. Hätten sie sich doch vielleicht nochmal für diesen einen Buschstein mitnehmen sollen, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Na, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage! Du hast richtig gehört. Plage! Oh, die Orden, die du hast. Sind das Arena-Orden aus Johto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Pokémon-Arena von Azuria City. Ich freue mich schon, dir das Maul zu polieren. Ich bin übrigens Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City. da ist übrigens nur ein Weg. Lugion? Ich? Gudrun, hast du Zeit? Sind deine Pokémon noch immer stark? Ich trainiere mein Hopspross täglich. Wir kämpfen gegen ein wildes Radfratz und gewannen knapp. Ja, so, warum? Nein, leg doch nicht auf. Boah, ey, ernsthaft? Und tschüss. Annette reicht vollkommen. Die weiß, was ich gehört. Nicht so ein Blödsinn. So, jetzt nehme ich die Abkürzung. So, ich könnte ja Bernie Zerschneider beibringen, aber nö. Müsste ich eine Attacke opfern. Mondschein zum Beispiel. Nö. 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 Wobei es Mondschein eigentlich gar nicht mehr braucht. Egal.